dieses Grau und dieses andere Grau. Was gibt es Schöneres als... Mist. Das bekloppte Schaf und der irre Busch sind das nicht. Die klopfen nicht an, die schlagen ein. Aber wer sonst? Bist du der Droht? Seit wann sind wir per Du? Das kann ich da sagen. Seid ihr nur 8 Sekunden, mein Freund. Mach mal hier keinen Dicken. Ich hab ein Paket für dich, was ich bei mir zu Hause noch gefunden hab. Warte mal. Was? Naja, ich bin eigentlich schon seit 20 Jahren pensioniert, aber seitdem trage ich alles an Post aus, was sich bei mir zu Hause in 50 Jahren Briefträgerkarriere gesammelt hat. Auf den Speicher und den Keller und die Bügelzimmer bei Tante Erna, was ich da noch alles gefunden habe. So, jetzt muss ich aber weiter, weil ich habe hier noch irgendwo einen kleinen Hund aus dem Tierheim in der Kiste und der kleine Junge wartet schon ganz sehnsüchtig drauf, seit 23 Jahren. Naja, man sieht sich. Hoffentlich nicht. Servicewüste Deutschland. Anwaltskanzlei Hungerdunger, 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 Hungerdunger und McCormack. Sehr geehrter Herr Bernd Broth, anbei die Hinterlassenschaften Ihres Ur-Urgroßvaters Beauregard Brett. Ich hatte einen Ur-Urgroßvater namens Beauregard? Leider können wir ihn nicht mehr übermitteln als diese Fotos, seine Lesebrille und sein Tagebuch aus dem Jahr 1883. Wir hoffen, dass Sie Ihren Ur-Urgroßvater in liebevoller Erinnerung behalten und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und das ist alles, was dir dein Ur-Urgroßvater hinterlassen hat? Und du hast vorher noch nie von ihm gehört? Und ihr könnt nicht anklopfen, bevor ihr hier einfach so reinspaziert? Als ich kam, stand die Tür offen. Weil der Busch wieder das Schloss geknackt hat. Du hättest doch sowieso nicht aufgemacht, Bernd. Stimmt. Na also, jetzt zeig doch mal her. Hey, das ist... privat. Guckt mal, ihr seht alle total lustig aus durch die Brille. Ja, so hatte mein Ur-Urgroßvater wenigstens immer was zu lachen. Mensch, Bandy, jetzt liest doch mal was aus dem Büchlein vor. Hä? Wir sind doch schon so gespannt. Was hat er denn so für Dinge gemacht, dein Ur-Urgroßvater? Eigentlich wollte ich das in Ruhe erstmal alleine rausfinden. Bandy, wie soll das denn gehen, wo wir doch jetzt hier sind? Naja, vielleicht indem euch einfach wieder verzupft. Ich hab jetzt echt gedacht, du schmeißt uns raus, Bernd. Stimmt. Gute Idee. Verschwindet! Aus meiner Wohnung! Ist ja schon gut. Wir dachten ja nur, weil du doch immer hier oben so alleine... Genau, weil ich doch immer hier oben so alleine und jetzt raus. Gut. Wir gehen. Aber komm nachher nicht wieder. Keine Sorge, werde ich nicht. Ciao. Was denn? Schaut mich nicht so an. Oh Mann. Nun kommt schon wieder raus! Hallo, verehrter Nachfahre. Wenn du das liest, bedeutet das, dass es mich nicht mehr gibt. Aber es bedeutet auch, dass meine unglaubliche Geschichte jetzt endlich erzählt werden darf und nicht vergessen wird. Also teile sie mit deinen Freunden. Siehste! Ja doch. Also, teile sie mit deinen Freunden,
Und vergiss nie, dass deine Freunde das Allerwichtigste auf der ganzen weiten Welt. Sag mal, steckt ihr da irgendwie dahinter? Quatsch! Lies weiter, Berndi! Also, Freunde, wichtig, bla 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 bla. Ah, hier. Meine Geschichte beginnt am 5. Juni 1883. An dem Tag, an dem der berühmte Orient Express seine Jungfernfahrt beging. Der Orient Express. Ein Zug, wie es im 19. Jahrhundert noch keinen gegeben hatte. Ohne Umsteigen von Paris über Wien bis nach Konstantinopel. Und zur allerersten Fahrt am 5. Juni 1883 hatte man allerlei wichtige und berühmte Personen eingeladen. So traf man im Salonwagen des Zuges auf den Präsidenten der Zuggesellschaft persönlich, Monsieur Georges Nagelmackers. Und daher ist es ein Abenteuer, ja, ein echtes Abenteuer, im Orient Express zu fahren. Ein luxuriöses Abenteuer voller Gefahren. Schreiben Sie das ruhig. Außerdem die weltberühmte Schauspielerin Sarah Bernhardt mit ihrem frisch angetrauten Ehemann, dem Diplomaten Jacques Damala, Kulturattaché der griechischen Botschaft. Und wieder einmal überzeugte die wundervolle Sarah Bernhardt. Oh, mon cher, du warst nicht wundervoll, du warst hinreißend und bezaubernd. Ferner ein gewisser Monsieur Briglot, ein Detektiv, der durch die Aufklärung einiger spektakulärer Verbrechen in Paris Berühmtheit erlangt hatte. Ja, ja, junger Mann. Die Hände, die verraten mehr über einen Menschen als zum Beispiel die Kniescheiben. Kleiner Scherz, was? Petite Plaisanterie. Hey, kommen Sie, lachen Sie mit, was? Hey, hallo, was denn? Außerdem an Bord die berühmt-berüchtigte Miss Polly. Eine sogenannte Luftakrobatin, die mit ihren tollkühnen Fallschirmsprüngen aus dem Fesselballon das Publikum auf der ganzen Welt in Atem hielt. Jetzt beeilen Sie sich aber mal mit Ihrem Foto. In ein paar Minuten bin ich nämlich wieder in meinem Abteil und ziehe mir ein paar Hosen an. Mon Dieu! Eine Dame in Hosen? Skandalös! Sie können dieses verflixte Kleid hier gerne mal anprobieren. Ich bitte Sie, doch nicht hier. Ich habe einen Vorschlag. Wir machen ein Bild mit richtiger Aktion. Ich hänge draußen am Fenster und Sie fotografieren vom Dach des Zuges aus. Ach, Mademoiselle Polly, wir wollen doch nicht am ersten Tag das Dach meines schönen Zuges zerkratzen. Aber ein Foto von Ihnen in Ihrem Akrobatenkostüm mit dem Fallschirm auf dem Rücken? Hier im Salonwagen? Das wäre doch etwas für die internationale Presse, nicht wahr, Monsieur? Was? Mist. Der sieht ja aus wie du, Berndi. Guck mal da, da, da! Ja doch. Aber was mich viel mehr beunruhigt ist, dass dieser Detektiv Briglot und diese Luftakrobatin Polly eine ganz gruselige Ähnlichkeit haben mit... Lies weiter, Berndi! Ist ja gut. Wo war ich denn? Und auch ich durfte die Jungfernfahrt des Orient Express miterleben. Als Fotoreporter für den New York Herald. So, schon besser. Bekam ja kaum Luft in dem Fummel. Mademoiselle, Sie sehen fantastisch aus. Ich brauche noch eine kleine Fotografie von Ihnen und... Wo gehst du hin, mon cher? Ich bin sofort wieder da, mon cher. Oh, Monsieur Damala, warten Sie doch einen Augenblick. Double Mist. Der Fotograf ist bereit. Na ja, gut, aber ich brauche ein Foto von Ihrer schönen Frau und Sie, bitte. Sacre bleu. Gesundheit. Merci. Aber ich habe nicht genießt. Hätte ja sein können. Was weiß ich, wie die niesen, die Franzosen. Bei denen heißt ja doch eh alles anders. Warum nicht auch das Niesen? Der Zug steht. Naja, soll ja angeblich recht hilfreich sein beim Ein- und Aussteigen. Natürlich. Aber dafür braucht man im Allgemeinen auch so etwas wie einen Bahnhof, oder nicht? Ah.
Das gibt es doch nicht. Wo ist denn der Süg? Wo ist denn mein Süg? Ja, sagen Sie es uns, Monsieur. Das kann doch nicht. Warum? Was ist denn los zum Teufel nochmal? Mäßigen Sie Ihre Zunge, es sind Damen anwesend. Was bei allen Himmelhunden ist denn hier verdammt und eins zum Donnerwetter nochmal los? Wieso fahren wir denn nicht mehr? Weil wir keine Lok mehr haben? Was? Wieso? Also, mein lieber Monsieur Nagelmacker, Sie sollten besser etwas unternehmen. Was soll ich denn da unternehmen? Meine Süg ist verschwunden, die Lok weg, auch all die anderen Gäste in all die anderen Waggons mit. Du, le Süg Personal, nur noch wir. Aber wir müssen irgendetwas unternehmen. Aussteigen und schieben? Hallo, dann ist es ein Glücksfall für uns alle, dass der berühmteste Detektiv von ganz Frankreich befindet sich hier in diesem Rest von einem Süg, Monsieur Brigelow. Hiermit erteile ich Ihnen den Auftrag zu gehen, die Sache auf die Grund, koste es, was es wolle. Natürlich, ich nehme den Auftrag mit Freuden an, aber bevor ich mit meinen Ermittlungen beginne, müsste ich noch mal schnell in mein Abteil. Bis gleich. Warten Sie, da ist doch gar keine... Ah! Ich Schussel, ich verglas. Hilfe! Ah! Hilfe! Wenn Sie nicht so zappeln, kann ich Ihnen gleich viel besser helfen, Monsieur Brigelow. Natürlich. Sie haben ja so recht. Ich gratuliere, Mademoiselle Polly. Sie retteten soeben das Leben des größten Detektivs der Welt. Wieso das denn? Sie sind doch gerade mal so groß wie ich. Dafür doppelt so schwer. Das könnte hinkommen. Madame, Monsieur, ich verbitte mir jegliche Frechheiten in Bezug auf meine Figur. Monsieur Brigelow, so unternehmen Sie doch endlich etwas. Meine wunderschöne Zug mit all die wunderschönen Gäste, der wunderschönen Lokomotive, dem wunderschönen Lokomotivführer, dem... Ja. Natürlich, machen Sie sich keine Sorgen, Monsieur Dackelnagers. Nagelmackers. Nackenkrackers. Nagel. Nagel. Mackers. Ka. Ma. Ma. Kerse. Kerse. Ja. Ja. Oui, Nagelmackers. Ja. Ja. Gut, also, Monsieur Nackelmackers, ja. No. No. Was denn? Monsieur, mein Name ist Nagelmackers. Ja. Ja. Also nun, Monsieur Nagelmackers. Ja. Das habe ich doch gesagt. Das haben Sie nicht. Das habe ich doch. Das haben Sie nicht. Hab ich wohl. Das haben Sie. Sie sagten Monsieur Nagelmackers. Ja. Ich sagte exakt das, was Sie mir vorgesagt haben. Das habe ich nicht vorgesagt. Das haben Sie wohl. Das habe ich nicht. Mein Name ist George Nagelmackers. Ja. Ohne Ja. Was? Ohne Ja. Ich heiße Magelnackers. Magel. Nagel. Mein Name ist... Ja, was denn nun? Sie werden doch wohl noch wissen, wie Sie heißen, Monsieur. Noch ein paar Minuten und er hat es für immer vergessen. Noch ein paar Minuten und ich vergesse mich. Monsieur, mit Verlaub, Sie verhalten sich wie kleine Kinder. Damit beleidigen Sie die kleinen Kinder. Würden Sie bitte meine Frau nicht unterbrechen, Monsieur? Merci, mon cher. Enchanté, chérie. Ich liebe dich, Jacques. Oh, Sarah, ich liebe dich noch viel mehr. Hey, Sie wollten etwas sagen. Ja. Ich verlange, dass dieser Zug sofort weiterfährt und es ist mir egal, wie Sie das anstellen, Monsieur Nagelmackers. Ja, wenn Sie meinen Namen noch ein einziges Mal falsch aussprechen. Sehr gern, Monsieur Nagellack. Nagelmackers! Mon Dieu, du liebe Zeit, ist ja gut. Jetzt beruhigen wir uns alle erstmal, ja? Bitte. Ich habe die Situation im Griff. Im Wirkegriff des Wahnsinns. Ja, ja. Aber der Wahnsinn hat Methode. Also, Bestandsaufnahme. Ich stelle Fragen und jeder beantwortet sie nach bestem Wissen und Gewissen. Erstens, wo genau sind wir? Ja, woher soll ich das wissen? Ich bin doch kein Navigateur. Schatz, du kannst alles sein, was du nur willst. Ach, Schatz. Oh, Sarah. Oh, Sarah. Hey! Also der Sonne und dem Schatten nachzuurteilen, ist es etwa 7 Uhr abends. Wie lange stehen wir hier schon? Seit etwa einer Stunde. Also, Monsieur Nagelmackers, das bedeutet... Das bedeutet? Wir sind seit dem Mittagessen... Na, 7 Stunden gefahren. 7 Stunden. Und da haben wir gerade... Da haben wir... Na, was? Na, was, hä? Ja, Budapest verlassen. Budapest, natürlich. Ja, das heißt... Das heißt,
Wir sind irgendwo in den Bergen, noch vor Bukarest. Etwa 100 Meilen Luftlinie. Entfernt von Sinaia. Ja. Sinaia. Nein. Was denn? Nichts. Alles richtig. Die nächste Frage, bitte. Die nächste Frage. Wer hat dieses Abteil zuletzt verlassen? Wieso soll das denn jetzt wichtig sein? Irgendjemand muss unseren Wagen absichtlich vom Rest des Zugs abgekoppelt haben. Dann ist ganz einfach. Es war Mademoiselle Polly. Was? Ja, sie haben doch vor kurz den Waggon verlassen, um sich die Hosen anzuziehen. Was ist denn bei Ihnen kaputt? Warum sollte ich das verdammt noch eins tun? Ich muss pünktlich zu einem Fallschirmsprung in Konstantinopel sein. Warum sollte ich dann freiwillig auf dieser Brücke rumstehen? Außerdem war ich nicht die Einzige, die den Salonwagen zwischendurch verlassen hat. Sie da wollten auch raus. Das habe ich genau gesehen. Wollen Sie etwa damit sagen, dass das ist skandalös? Ich werde Ihnen sagen, wo ich hin wollte. Ich wollte aufs Klo, wegen dem Sud, den Sie Kaffee nennen, Monsieur Nageldackers. Monsieur, ich muss doch sehr bitten. Cher, beruhige dich. Warum glauben Sie eigentlich, dass das Ganze kein Versehen war, Monsieur Brigelow? Weil sich Waggons nicht aus Versehen abkoppeln und dann auch noch so leise, dass wir es kaum bemerken. Ja, so ein Quatsch, warum soll ich... Sie haben recht, Mr. Brad. Das An- und Abkoppeln kann man normalerweise sehr gut hören und sogar spüren. Um das so unbemerkt über die Bühne zu kriegen, muss man das verdammt gut drauf haben und wissen, was man tut. Allerdings, ja, das, genau. Sie meinen, jemand hat uns absichtlich hier zurückgelassen? Dann muss er aber kurz vorher noch einmal eher im Wagen gewesen sein. Gewesen sein, ganz richtig. Der Journalist. Ja, bitte? Doch nicht Sie, der richtige Journalist. Was bitte meinen Sie mit der richtige? Na, der ohne kurze Arme. Der Redakteur, der mir die Fragen gestellt hat. Ohne kurze Arme? Der ist ja noch mieser dran als ich. Der saß doch bei Ihnen, da hinten in der Ecke. Können Sie diesen Mann beschreiben? Genau, richtig, ja. Und Besonderheiten. Besonderheiten. Ja, hatte er irgendwelche auffälligen Besonderheiten? Beschreiben, nun ja. Wie sah er aus? Eigentlich ganz normal. Besonderheiten? Nicht, dass ich wüsste. Ach, wenn ich doch zeichnen könnte. Kann irgendjemand ihr? Geben Sie mir Stift und Papier und ich werde zeichnen, was Sie beschreiben. Oh, Schatz, du bist so bekannt. Ich weiß. Aber ich bin ein Gnom. Ein Wicht. Ein Nichts gegenüber deiner Schauspielkunst, Sarah. Hey! Aha, genau. Très bien. Ganz normal. Keine Besonderheit. Bis auf die Maske vielleicht. Aber ich bitte Sie, was ist heutzutage noch normal? Also, wir wissen jetzt, wie der Täter aussah. Wenn Sie ihn richtig gezeichnet haben, Monsieur Damalard. Nun, so gut ich konnte. Aber was hilft uns das jetzt? Nun, das hilft uns eine ganze Menge, mein lieber Jacques. Und was? Es hilft uns zum Beispiel, dass... es hilft uns, also im Zuge des Umstandes, dass es hilft uns... Dass die Theorie mit dem Einzeltäter, der kurz vor dem Abkoppeln des Zuges den Salonwagen verließ, bewiesen ist. Es war dieser offensichtlich maskierte Ganove. Allerdings, ganz richtig. Aber bitte, unterbrechen Sie mich doch nicht ständig, Monsieur Brett. Unterbrechen? Allerdings, ich muss mich doch schließlich konzentrieren. Auf Kaninchen? Nicht ohne Talent. Ich dachte, Sie schreiben alles auf für Ihre Schlussfolgerung. Naja. Ja, ich kann das erklären, ja? Da bin ich aber einmal sehr gespannt. Ich bin in Wahrheit gar kein Detektiv. Tatsächlich? Das hätte ich ja nie gedacht. Danke. Aber ich bin tatsächlich kein Detektiv.
Ich bin nur... nur ein Schauspieler. So, jetzt ist es raus. Was? Ja, ich arbeite für den echten Detektiv Hercule Briglot als Double. Wir treffen uns immer an der Rue de Folie in Paris. Dort bekomme ich meine schriftlichen Anweisungen, wo ich mich als nächstes aufhalten soll und was ich noch zu tun habe. Ja, und so kann er in aller Ruhe seine Ermittlungen führen, während mich die ganze Welt auf Schritt und Tritt verfolgt. Und die ganze Unterwelt noch dazu. Es tut mir ja so leid. Ich muss sagen, ich habe mich ja auch gewundert. Sie wirkten auf mich so gar nicht wie ein großer Detektiv, sondern eher wie ein... Kompletter Versager? Ja, genau! Wie ein kompletter Versager! Ein mieser Detektiv! Und noch dazu der mieseste Schauspieler der ganzen Welt! Und diesmal konnte ich ja nicht mal meinen Text lernen, weil ich Monsieur Briglots Brief mit den Anweisungen in meinem Abteil hab liegen lassen und sie jetzt gar nicht mehr lesen kann! Was gebe ich drum, die jetzt zu lesen, die Anweisungen? Die haben wir aber nicht hier, diese Anweisungen. Kommen wir also zurück zu unserem Problem. Eine Detektiv, die keine ist, und eine verschwundene Sück. Meine Sück. Meine schöne Sück. So, jetzt ist aber genug mit dem Rumgeheule. Briglot oder wie auch immer sie heißt. Briglot! Ich heiße eigentlich Michel Briglot. Monsieur Briglot hat nach jemandem gesucht, bei dem man problemlos den Ausweis fälschen konnte. Ja, und bei mir stimmten ja schon 6 von 8 Buchstaben. Er hat mich nur wegen 6 Buchstaben genommen und nicht wegen meines Talents. Welches Talent? Sie haben ja keine Ahnung. Ich war in ganz Paris bekannt als Madame Michel, die singende Schiffsschaukelbremserin. Ich war ja auf einiges vorbereitet, aber nicht auf... Madame Michel, die singende Schiffsschaukelbremserin? Doch nicht etwa die Madame Michel, die singende Schiffsschaukelbremserin? Jacques. Ja, die war ich. Ich habe sie vergöttert. Ich war ihr größter Fan. Jacques. Moment, Cherie. Das müssen Sie uns aber beweisen, meine Liebe. Jacques. Ja, wenn die Schiffsschaukel schwingt und die Kellnerin bringt dir noch ein Bier, dann gibst du es mir über die Ost. Warum trinkst du denn bloß ein Glas voller Bier in der Schiffsschaukel hier? Ja, Schiffsschaukelbremserin. Das ist mein Lebenssinn. Bereits als ein Jahr ich stand, wenn ich dich bremse. Wir stehen mitten in der Pampa in einem verlassenen Zugwaggon und wissen weder warum noch was wir ab morgen zu essen gedenken. Und diese feine Gesellschaft hat nichts Besseres zu tun als das Absingen eines albernen Kirmesliedes. Ich verbitte mir das fein. Ja, Schiffsschaukelbremserin, das ist mein Lebenssinn. Würdest du uns den Champagner reichen, Cherie? Auf gar keinen Fall. Jawohl! Champagner, eine sehr gute Idee! Champus für alle! Hurra! Das ist mein Lebenssinn. Bremsreisen, ja, ich bin. Thank you.
Ist es vorbei? Scheint so. Wo kommen Sie denn her? Wonach sieht es denn aus? Ich brauche eben meinen Schlaf. Aber die Nacht war doch sicherlich zu kalt und zu dunkel. Hier drin war es zu laut und zu unzivilisiert. Vorsichtig ausgedrückt. Kommen Sie mit raus? Die Sonne geht gerade auf. Das glaube ich jetzt aber nicht. Was denn? Warum schaut ihr mich so an? Ich habe damit nichts zu tun. Moment, Moment. Dein Ur-Ur-Großvater Beauregard sitzt da draußen mit der berühmtesten Schauspielerin des 19. Jahrhunderts im Sonnenaufgang und du sagst, du hättest damit nichts zu tun. Allerdings. Jetzt, wo du sagst, stimmt. Ist ja auch total unwahrscheinlich, dass sich so eine Frau mit Berndi und einem Kaffee in den Sonnenaufgang setzt. Was? Wieso? Ja, hast recht, Chili. Tja, der hat aber ein bisschen geflunkert, dein Ur-Ur-Opa. Hat er nicht? Hat er gar nicht, nämlich. Und sag mal, wieso ist das jetzt so total unwahrscheinlich, dass sich jemand früh morgens nach draußen setzt mit einem Brot und einem Kaffee? Irgendwie will ich darüber gar nicht mehr nachdenken. Dann lies doch einfach weiter, Berndi. Ja, genau. So saß ich also kurze Zeit später neben der berühmten Sarah Bernard in der Sonne und wir plauschten so über dies und das. Alors, Mr. Beauregard Brett, dann erzählen Sie mal, warum hat man gerade Sie den weiten Weg von New York nach Paris geschickt, um über die Jungfernfahrt des Orient Express zu berichten? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich mache die miesesten Fotos, kann meine eigene Krakelschrift nicht lesen und auf der Schreibmaschine brauche ich Wochen für einen Artikel. Die knubbeligen Finger. Ah, je comprends. Hä? Ich verstehe. Ah. Moment! Moment mal! Was ist denn? Sie haben recht! Sie haben ja so recht! Ja, verstehen Sie denn nicht? Warum ausgerechnet ich? Ich bin für diesen Job nicht nur eine schlechte Wahl oder nicht so ganz der Richtige. Ich bin total der Falscheste. Der Falscheste, den man sich überhaupt vorstellen kann. Worauf wollen Sie hinaus? Ich will darauf hinaus, dass mein Boss offenbar ganz absichtlich den denkbar schlechtesten Reporter von allen hierher geschickt hat. Nein. Wieso sollte er so etwas tun? Warum schickt der Chefredakteur einer großen Zeitung zu so einem Jahrhundertereignis? Den größten Verlierer, den er hat? Habe ich mich gerade selbst den größten Verlierer genannt? Vielleicht. Aber nein, das kann nicht sein. Was denn? Ich habe gerade gedacht... Na sagen Sie schon, was dachten Sie? Nein, das will ich nicht sagen, das wäre einfach zu... Zu deprimierend? Das ist kein Problem. Nun? Nun ja, ich dachte gerade, vielleicht schickt man nur dann den schlechtesten Mann... Ja. Wenn man keinen guten Mann verlieren will. Sie meinen? Ganz genau. Wir sind in Gefahr. Runter. Was? Runter? Aber wohin denn? Monsieur Nagelmackers? Wo will der denn hin? Naja, wahrscheinlich will er da hinten zu den Bäumen. Und wahrscheinlich muss er mal... Was meinen Sie? Ach, nichts. Seltsam. Was hat er denn da? Das ist ein... Ein Zünder? Nein. Von einer Sprengladung? Dieser Hirni will doch nicht seinen Zug in die Luft sprengen? Wir müssen ihn aufhalten, Mr. Brett. Wir müssen die Bombe entschärfen. Ich bin der Falsche für sowas. Ich kann das nicht. Ja, aber Sie müssen, Mr. Brett, Sie müssen. Nein, ich bin der absolut Falsche und...
um eine Bombe zu entschärfen. Um da runter zu klettern, braucht man einen verdammten Akrobaten. Sie auf, schnell! Schaf! Es geht um Leben und Tod! Echt? Wo? Ich bin dabei! Eine Bombe! Eine Bombe in der Brücke! Sie müssen runterklettern und... Dafür ist es zu spät, er ist fast fertig mit dem Zünder. Es ist erst zu spät, wenn ich das sage. Und noch ist Zeit, aber nicht um zu klettern. Wie? Was denn? Hey, schon Sperrstunde hier. Mensch, kommt, noch eine Limonade für... Hey, was machen Sie denn da? Meinen Beruf ausüben. Fallschirm springen. Du liebes Bisschen... Doch bitte! Bitte! Wenn man bedenkt, was er vorhatte. Hilfe! 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 Mist. Was ist denn los? Wo geht ihr hin? Es ist nichts. Bleib du ruhig hier bei deiner Schiffsschaukelbremserin. Was? Ich komm natürlich mit! Hilfe! Oh! Hilfe! Oh! Was steht ihr denn da rum? So helft mir doch endlich! Zuerst einmal, George, wüsste ich gern, warum sie vorhatten, uns alle umzubringen. Was? Also das wird mich doch auch brennend interessieren. D'accord. Wüsste ich auch gern. Sie alle umbringen? No! 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 Das hatte er niemals vor. Monsieur Briglot? Na, sieh mal an. Briglot, Mr. Brett. Oh, Madame Bernard, ich bin entzückt. Oh, was soll denn das werden? Wenn ihr einer braucht, eine Ante, dann doch wohl moi! Monsieur Nagelmackers, wie sagt der Amerikaner so schön? Mr. Brett? Ladies first? Ganz genau. Madame Bernard, enchanté. So, und nun zu Ihnen, Nagelmackers. Runter ging es ja ganz fix, aber nach oben? Wer ist denn das? Gestatten, Hercule Briglot. Er freut sich kennenzulernen, Mademoiselle Polly. Nee, lass mal. Ist voller Wagenschmiere von der Kletterei. Wo kommen Sie überhaupt her und was wollen Sie hier? Den Fall aufklären, was sonst? Mein Double Michel Briglot hier wird ja wohl kaum dazu in der Lage sein, oder? Lackaffe. Bitte? Was? Nichts. Die Lösung ist einfach. Monsieur Nagelmackers wurde erpresst von einer geheimen Organisation, die... Machen Sie sich nicht die Mühe, Monsieur Briglot. Bitte, wieso? Nun ja, Ihr Double hier hat den Fall schon längst gelöst. Bitte was?
Wenn Sie gestatten, Brigler, trage ich vor, was Sie hier in Ihrem Block notiert haben. Ich weiß nicht. Sarah, könnten Sie bitte? Danke. Hier steht: George Nagelmackers, ja, hatte offensichtlich vor, die Reise in seinem Zug als großes Abenteuer anzupreisen. Ein luxuriöses Abenteuer voller Gefahren. Schreiben Sie das? Und zu diesem Zweck wollte er einen Anschlag auf seine berühmten Gäste inszenieren, welcher in letzter Sekunde von dem nicht minder berühmten Hercule Briglot vereitelt werden sollte. Aber ich hab doch... Aber dieses Mal konnte ich die Anweisungen des Chefs nicht rechtzeitig lesen. Bevor ich mit meinen Ermittlungen beginne, müsste ich noch mal schnell in meinen Abteil. Das wollten Sie sagen, nicht wahr, Michel? Ja, danke. Jetzt weiß ich, schreiben Sie hier, ich sollte den Täter anhand der Zeichnung identifizieren und die Bombe finden. Sie sind ein Genie, Michel. Was? Georges wusste, dass Jacques Damalard als Kulturattaché eine künstlerische Begabung hatte und darum musste der natürlich mit im Salonwagen sein. Oh, Monsieur Damalard, warten Sie doch einen Augenblick! Bevor Georges Komplize der Reporter diesen vom Rest des Zuges abkoppelte. Moment mal! Darum wollten Sie, dass ich mit meinem Fallschirm fotografiert werde. Aber ein Foto von Ihnen in Ihrem Akrobatenkostüm mit dem Fallschirm auf dem Rücken? Damit ich auf jeden Fall einen parat hatte, um die Bombe zu entschärfen. Pff, Attrappe! Eine Bombenattrappe! Sacrebleu, ich wollte doch nicht, dass irgendjemand etwas passierte. Was ich jetzt aber nicht so ganz verstehe, ist, woher wussten Sie von der Bombe? Weil das müssten Sie ja, sonst hätten Sie es ja nicht in die Aufzeichnung für Madame Mich, also Ihr Double, aufschreiben können. Ach, wie konnte ich nur so einen Dummkopf heiraten? Chérie, Contenance! Jacques, Hercule Briglot und Georges Nagelmackers stecken unter einer Decke. Geben Sie es doch zu, Hercule. Sie haben sich sogar für Georges die ganze Geschichte ausgedacht. Das alles klingt doch schon jetzt wie ein neues Buch über den großen Detektiv Hercule Briglot. Ja, doch, es stimmt. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Brigler. Ich war nie Detektiv. Ich bin nur ein mittelmäßig begabter Schriftsteller. Ich habe alle Fälle frei erfunden und dann wie ein Theaterstück inszeniert, in dem Sie, Brigler, die Hauptrolle spielten, um dann an den Büchern über Ihre Abenteuer Millionen zu verdienen. Und ich habe immer noch ein paar Kröten bekommen. Ja, wir werden über alles reden. Ja, das sollten wir tun, Briglot. Alter Freund. Aber zuerst will ich wissen, was ich noch so geschrieben habe. Ich bin ja schon so gespannt. Findest du die Stelle? Unten links. Nun ja, hier steht: Da ich ja diesmal offensichtlich nicht den blassesten Schimmer hatte, was ich zu tun hatte, musste Georges selber so tun, als hätte er eine Bombe gefunden. Und da kam ihm dieses fürchterliche Gelage gerade recht, nicht wahr? Champagner! Eine sehr gute Idee! Champus für alle! Hurra! Das war die Gelegenheit, um unerkannt alles selbst vorzubereiten. Sie rechneten nur nicht damit, dass wir auch schon so früh wach waren und sie beobachteten. No, nie hätte ich damit gerechnet. Ich dachte, sie alle befänden sich noch im Schiffschaukelland. Mir brennt jetzt noch der Schädel. Und Sie, Briglot? Sie hatten keine andere Wahl. Sie mussten sich enttarnen, um Schlimmeres zu verhindern. Und wollten uns gerade eine neue falsche Geschichte als angebliche Lösung präsentieren. Monsieur Nagelmackers wurde erpresst. Aber Sie hatten nicht gerechnet mit dem Scharfsinn des Michel Brigler. Monsieur,
Sie sind überführt. Wow! Gut gemacht, Brigler! Danke. Danke. Nicht schlecht für eine Schiffschaukelbremserin. Das stimmt. Sie haben viel Talent, Monsieur Brigler. Ich bin entzückt. Mein Ehemann ist entzückt. Wie schön für ihn. Bitte? Nichts. Aber ich hätte da noch eine letzte Frage, die mir Briglers Notizbuch nicht beantwortet hat. Warum ich? Warum wurde ausgerechnet ich als Reporter hierher geschickt? Uff. Wie soll ich sagen? Ich bat meinen Freund James Gordon Bennett Jr., ihren Chef, mir zu schicken, seine unfähigste Journalistin, damit er uns nicht kommt auf die Schliche. Ah, klar, wie schmeichelhaft. Tja, kurzarmig bedeutet eben nicht unbedingt unfähig, nicht wahr? Also, nein, natürlich nicht. Ich meine, wenn du das so sagst. Also gut, bitte hören Sie mir zu. Entweder alles gelangt nach draußen. Monsieur Nagelmackers ist blamiert, der Orient Express ist ruiniert, ich ebenso und der arme Briglin hier verliert seine Reputation als großer Detektiv und wird von Ihnen allen vor aller Welt bloßgestellt. Oh nein! Oder Schwamm drüber, wir halten alle dicht. George Nagelmackers lässt lebenslang Freikarten für seinen Zug springen. Oui, Doppelsuiten für die Waggon LX16. Ui, echt? Und ich teile mein gesamtes Vermögen mit meinem zukünftigen Geschäftspartner Michel Briglin. Wirklich? Ehrlich? Das kann ich doch nicht... Obwohl... Madame Bernard, Mr. Brandt, es ist Ihre Entscheidung. Tja, und hier enden die Aufzeichnungen meines Ururgroßvaters Beauregard Brett. Was? Aber... Was soll ich denn machen? Das Buch hört hier auf. Aber wie hat er sich denn entschieden? Er wird doch den armen Briglin nicht ins Unglück gestürzt haben? Lebenslange Freikarten mit Doppelsuite! Tja, keine Ahnung. Aber nachdem sich die Fälle des Hercule Briglot auch über 100 Jahre später noch sehr gut verkaufen... Und der Orient Express tatsächlich als der Zug der Abenteuer in die Geschichte einging... Und diese Bilder ganz offensichtlich niemals dem New York Herald zugeschickt wurden... Ist es wohl klar, wofür er sich entschieden hat, dein Ur-Ur-Opi? Sieht so aus. Aber wisst ihr was? Ich wüsste zu gerne, ob sich da was angebahnt hat zwischen dieser berühmten Sarah Bernard und deinem Opa Beauregard Brett. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Schade, schade. Naja, auf jeden Fall war das wirklich ein toller Abend bei dir, Mandy. Ja, sowas sollten wir öfter machen. Gut, ich sag Bescheid, wenn ich wieder mal Post bekomme von verschollenen Vorfahren. Super, also dann bis morgen. Bis morgen? Was ist denn morgen? Tischtennisturnier! Juppie! Ah, juppie! Manche Leute sagen, Gespenster sind echt cool. Das ist ja
der Hammer. Manche Leute sagen, Gespenster sind nur dann echt cool, wenn sie gar nicht echt sind. Ich bin ein Gespenst! Und Bernd das Brot sagt, wenn mir jemand in einer Geisterbahn so ein Gespenst vorgesetzt hätte, würde ich mein Geld zurückverlangen. Willkommen zu Briegels Geistershow auf Burg Briegelstein. Ich bin Graf Brotula. Ich ja ganz genau. Der mit ihm in einem Käfig steckt. Wie soll ich bitte gleichzeitig als Graf und als... Na, was sagst du? Zu dumm, dass um Mitternacht die echte Geisterstunde beginnt. Flieht, Unglückliche, flieht! Burg Briegelstein, das Bernd-Event mit Schmied dem Schaf, Briegel dem Busch und Bernd dem Brot am 28. Oktober im Kino.